Hallo meine lieben Bierfreunde, nach langer Zeit haben wir uns mal überlegt, wieder ein Video zu starten und wir haben uns als heutiges Thema ausgewählt, Kochen mit Bier. Heute soll es geben Schweinerücken in Biersud, dazu hausgemachte Spätzle. Die Zutaten seht ihr nachher und die Zubereitung in unserem Tutorial. Und jetzt möchte ich euch noch das Bier vorstellen, was wir dafür verwendet haben, nämlich das Kloster Dunkel von der Albiersbacher Brauerei aus dem schönen Baden-Württemberg. In der Nähe von Freudenstadt liegt die Brauerei in Albiersbach, schön eingelegt, in Familienbesitz und braut wunderschöne Biere. Das Kloster Dunkel ist eines unserer Lieblingsbiere. Meine Frau mag das ganz besonders. Dazu habe ich heute das Teguglas genommen für die leichte Verkostung, die wir dann kurz mit anbringen möchten. Als Essensbegleiter haben wir uns vorgestellt den Schorsch Rubin 12,8%, eines der schwächsten Biere aus der Brauerei von Schorschbräu. Und dieses Bier war für mich damals und auch für meine Frau, als wir den Schorsch besucht haben, waren wir die ersten außerhalb der Brauerei oder einer der ersten, die dieses Bier fremd verkosten durften. Dort mit dem Schorsch zusammen haben wir auch festgestellt, dass je wärmer das Bier wird, viel mehr Aromatik rüberkommt aus dem Glas in die Nase hinein, dass sich schöne Aromen bilden von Beeren, von Marzipan auch Düften. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn das Fleisch im Biersud dann ordentlich aufgegangen ist, dass man diese Röstaromen, dass das von diesem Bier, von dem Schorsch 12,8 wunderschön unterstützt wird. Natürlich, das Kloster Dunkel kann genauso mit hinein ins Glas und als Essensbegleiter zu diesem Bier, weil da einfach ja die Grundaromatik schon vorliegt. Als anderes, wenn man zu diesem Bier nicht kommt, wenn man es nicht schafft, dieses Bier irgendwie zu ergattern, natürlich hier direkt aus Plankstadt von der Welde Brauerei, die machen auch die Bierschiene Kurpfalzbräu und haben da helles, haben Kellerbier und auch dieses Eisbock. Das ist auch wunderbar gelungen, Eisbock zur Geschichte, so macht auch der Schorsch seine Eisböcke natürlich. Man hat es auch schon in vorherigen Videos gesehen von mir, wenn ich einen Eisbock gemacht habe. Bier wird eingefroren, Bier wird aufgetaut, Alkohol und Bieressenz sind schwerer als Wasser, das heißt, die fließen zuerst ab, Eis bleibt zurück. Dadurch verändert sich das Mischverhältnis zwischen Wasser und Alkohol und Bieressenz und die Alkoholzahl wird nach oben gezogen. Natürlich verändert sich dann auch die Süße, die Bittere bleibt ein bisschen im Wasser drin. Wirklich tolle Biere, macht Spaß diese zu trinken, natürlich auch selber zu machen. Wie das geht mit dem Eisbock, könnt ihr euch in einem meiner vorherigen Videos anschauen. Verkosten wir mal kurz, bevor wir nachher ans Kochen gehen. Die Biere, nehmen wir einen kleinen Schluck, machen einmal das Bier Nummer 1 auf, Bier Nummer 2 und Bier Nummer 3. Diese Biere kommen jetzt direkt aus dem Bierkeller, passiert ab und zu natürlich, wenn sie kühl gelagert werden, macht gar nichts, ändert nichts am Bier, außer dass man ein bisschen Sauerei auf dem Tisch hat, aber... Ja, wir sind hier live und wir wollen das jetzt einfach mal testen. Wir schenken einmal hier einen Schluck ein. Auf jeden Fall riecht es verdammt angenehm auf dem Tisch. Bier Nummer 1, das Kloster Dunkel. Sehr süffig, sehr malzig, wunderschön aromatisch. Man sieht auch die Farbe natürlich. Alle Biere sind hier relativ dunkel. Ja, das kommt jetzt auf den Tisch sehr extrem nach oben, ja, aber nichtsdestotrotz angenehm. Ja, mittelschlanker Körper, es ist vollmundig, es füllt den ganzen Gaumen aus. Alkohol liegt hier laut Flasche bei 5,2%, also ein ganz normales Bier wie ein Export, bisschen mehr als ein Pilz in der Alkoholgabe. Es ist nicht zu hopfig, es ist etwas milder. Schönes Bier, wunderbar zum Trinken. Jetzt machen wir mal kurz hier die Sauerei.
Glas ist natürlich auch voll. Aber wir schenken einfach mal hier einen Schluck ein. Der Rest geht nachher. Eine richtig angenehme Süße, karamellig ohne Ende. Und die Wärme des Bier wird, wie gesagt, es kommt aus dem Bierkeller. Da sind es aktuell ca. 3 Grad drin. Schöne Aromatik im Glas. Es entwickelt sich natürlich. Ja, man schüttelt ein bisschen, gibt dem Bier ein bisschen Sauerstoff. Toll. Tolles Bier. Da bin ich gespannt, wie das nachher zum Essen schmeckt, aber es kann nur gut sein. Die Farbe ist hier ein bisschen dunkelrot. Man sieht es jetzt eigentlich nicht so ganz stark hier in dem kleinen Gläschen. Dunkelrot. Es ist filtriert. Man kann durchschauen durchs Bier hindurch. Trinktemperatur sollte hier bei dem Bier ungefähr bei 12 Grad liegen. Haben wir auch damals so gesehen, wo es kalt aus dem Keller kam, dass es dann eben zwar geschmeckt hat, aber die Aromatik einfach noch nicht so sich entwickelt hatte, wie sich das der Schorsch selbst vorgestellt hat. Bei dem jetzt hier 12 Grad haben wir auch so angedacht, ist ideal. Einfach das Bier vorher nach oben holen aus dem Keller oder aus dem Kühlschrank und das Bier einfach Richtung Zimmertemperatur kommen lassen und dann zum Essen dazu genießen. Das wäre auch ein wunderschönes Terrassenbier, wenn es draußen schön kalt ist. Man steht auf der Terrasse, hat einen Heizstrahler an und trinkt dann noch mit seinen Freunden zusammen einen kleinen Abgang. Wunderschönes Bier. Das gönne ich mir. Ja, die Sauerei auf dem Tisch tut mir schrecklich leid. Aber so soll es halt sein. Was habe ich hier zum Schluss noch? Ich stelle es mal außerhalb des Huts. Das Kurpfalzbräu Eisbock. Auch hier sieht man eine dunkle Farbe vom Bier. Diese ist nicht ganz so rötlich wie die vom Schorsch. Auch nicht ganz so dunkel wie die vom Dunkel. Also hier sind andere Malze logischerweise dann verwendet. Aber auch eine leicht orangene Farbe im Glas. Der Schaum fest, stabil. Und mit 8,5% Alkohol auch ein Starkbier. Auch leicht würzig süß. Karamellig. Duft vom Pflaume hinten drin. Ein bisschen Beere. Schön. Würde auch wunderbar, ist genauso wie der Schorsch oder auch das Dunkel, zu Schokolade passen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Nicht ganz so kräftig, logischerweise 4% weniger Alkohol. Die Spritzigkeit ist hier auch ein bisschen anders als beim Schorsch drin. Schorsch hat ein bisschen mehr Spritzigkeit, aber auch da mild, weich auf der Zunge, legt sich auf die Zunge. Der Gaume wird überhaupt nicht oben groß beansprucht mit Bittere. Ja, finde ich klasse, das Bier. Macht Spaß zu trinken. Tolle Arbeit von allen Brauereien. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Biere zu trinken, probiert's. Mit Essen zusammen, mit Schokolade. Ihr werdet nie enttäuscht sein, eines dieser Biere zu trinken. Also, dann bis später zum Essen.
So, nun könnt ihr sehen, das Essen ist fertig, der Braten ist durch. Ich darf leider keine Spätzle essen, deswegen gibt es für mich Reis dazu. Und das Bild mit den selbstgemachten Spätzle gibt es natürlich am Ende. Ganz kurz wollte ich noch dazu sagen, wenn man Bier und Essen gemeinsam miteinander ausrichtet, sollte man beim Essen, beim Trinken darauf achten, dass man Bier und Nahrung gleichzeitig im Mund hat, damit sich das miteinander verbinden kann. Ansonsten aber nur die Nuance Essen oder nur die Nuance Bier. Dann, wenn man mehrere Biere hat, probieren, welches einem am besten dazu schmeckt und dann einfach den Abend oder das Essen miteinander genießen. In diesem Sinne, ich schneide einmal an. Einmal die Soße. Wunderbar. Und mein erster Schluck geht so. Fantastisch, toll. Wichtig ist, wie gesagt, kurz das Bier mit dem Fleisch zusammen harmonieren lassen und dann geht es kaum weiter. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachkochen, wenn ihr Lust drauf habt und guten Appetit.